Und damit ein episches Hallo zu World of Warcraft Vortex Gipfel plus 16. Gleiche Gruppe, bis auf der Krieger, der ist neu. Davor war ja ein Hexenmeister dabei. Das heißt, das wird genauso stressig wie das Vermächtnis von Tyr letztens. Aber man macht es ja gerne für seinen 16er Key, ne? Add-ons sind auch nach wie vor nicht aktuell. Aus den Gründen, wie ich auch schon in Uldaman gesagt habe. Natürlich blöd, wenn ich anfange zu heilen und mein Schaden ja eh schon wasted ist und der dann doch noch was macht. Weil seine Heilung ist halt einfach besser als meine, deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum ich meine Heilung darauf riskieren soll. Ich bleibe jetzt aber auch zur Show immer auf den Mana-Träger hier. Okay, der zweite war nicht unterbrochen, beziehungsweise weggesnackt. Ah, muss man den hin und wieder mal so mitnehmen. Bin ich hier gelandet. In der nächsten Gruppe mache ich da einfach Kampfrausch, weil die müssen wir schneller platt kriegen. Obwohl eigentlich Schaden her, das sind nur zwei halbgroße. Und da sollte das eventuell reichen. Natürlich für meine Wertung der Vortex-Gipfel wäre auch nicht so verkehrt. Bisschen verteilen.
Da verfolgt mich das Ding bis zum bitteren Ende, ey. Da kriegst du die Krise, ey. Da gehst du nach hinten, das Ding folgt dir nach hinten auf einmal, ey. Ja, jetzt muss er die Wolke alleine machen. Mann. Mal lieber den Hexenmeister behalten. Nein, wahrscheinlich konnte er halt nicht. 3, 2, 1. Kann man Max schauen, wenn ich dann nicht da bin, der das mitmacht. Immerhin falle ich auf. 3, 2, 1. Wir gehen noch langsam hier die Versteckungsruhen aus. Muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen Gold in die Hand nehmen. Da, heil ihn hoch. Halt ihn nicht hoch. Lauf. Der Masretz. Ja, Massenwiederbelebung. Mal schnell futtern. Das Essen möchte ich gerne mitnehmen, den Buff davon. Ah, echt jetzt. 3, 2, 1. Dann kann ich auch den Geist schnell freilassen. Oh mein Gott, ey. Der ist nochmal nachgebufft, Krieger. Das ist der Walker-Buff. Das macht dann nochmal Abklingzeit von göttliches Ross verringert. Das ist ja schon mal was.
Wolkenbruch unterbrechen. Das hat, glaube ich, eben gar nichts gebracht, ne? Danke, ich brauche ein Makro dafür. Da war jetzt noch einer. Hoffe ich. Wenn der andere in der Wand ist, dann kann ich auch nichts dafür. Aber der hat bestimmt einen Makro-Abhilfe geschafft. Muss ich mal gucken, wo er das Ding hin macht. Da ist das Teil. Ah. Ich hasse dieses Ding, ey. Ich finde es geil, dass der Evoker gar keinen davon macht irgendwie. Ach ja. Kann ich mir noch ein Stück Kaffee gönnen? Lustigerweise, gegenüber den beiden ist der Endboss echt ein Witz. Und da wird jetzt auch noch mal sterben. 3, 2, 1. Ich setze mich auf. Ja.
Also nicht meine Glanzleistung, diese Instanz, aber die habe ich ja schon von Anfang an gehasst immer. 7 Tode, davon waren bestimmt 4 ich. Immer erst die Adepten. So, entweder er sprintet jetzt ultimativ schnell rüber. Okay, hat er gemacht. Ich kann gerade leider nicht unterbrechen, ne? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die Kugeln haben sie wahrscheinlich auch extra nicht mehr zusammengepackt. Sonst wären die Kugeln nämlich zu einfach geworden. Du musst das da reinziehen. Ja, okay. So, den mal retzen. Die denn jetzt runtergesprungen? Wahrscheinlich fehlt uns jetzt der Drache noch, den wir eben nicht gemacht haben. Ah ne, die Dinger zählen, okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie zählen.
Aber es fehlt uns 1%. Ha. Mach mal schnell nach dem Boss. Hier bei dem nicht vergessen, die Kugeln müssen wir diesmal wirklich mitmachen. Dafür ist das statische Feld nicht mehr ganz so schlimm. Also du bleibst nicht mehr nur stehen, sondern du wirst nur langsamer. Von daher kann man auch mal riskieren, drin stehen zu bleiben. Zumindest als Paladin. Oder als jemand anders, der sich mit Mantel erschatten oder sowas wegnehmen kann. Wann geht er? Wann geht er? Dahin geht er. So, jetzt müssen wir ganz schnell an den Anfang und zur nächsten Base. So. Oh, der hat uns jetzt zweimal hier hingepottet, lol. Ein Prozent fehlt uns noch. Aber da hinten sind sie, jawohl. Ah, von der anderen Seite gekommen. Okay. Jawohl, und nochmal 30 Wertung dazu. Hat er jetzt bekommen? Ein 18er Freihafen. Okay, wir gucken mal, was die Kiste bringt. Der hat mich natürlich jetzt auch nach oben gepusht. Da brauche ich den auch verstärkt, mindestens auch nochmal auf 13, 14. Das Vermächtnis haben wir gut gepusht. Den können wir nochmal nach oben pushen. Ansonsten fehlt mir auf Tyrannisch noch die Halle der Infusion. Die schaffen wir aber auch bestimmt noch in 15 oder so. So, dann wollen wir natürlich noch gucken, was uns in der Kiste erwartet. Was haben wir hier? Das könnt ihr im Moment nicht tun. Schade. Wandelnde Steine, freundlich. Die Musik hat so ein bisschen was von Matrix, ne? Also jetzt nicht dieses Du-Du-Du, sondern dieses, was da gerade war. Ja, ich weiß, ich kann sehr gut Töne nachmachen.
So, kostet natürlich alles Zeit, tut mir auch leid. Aber ich will es wissen, ihr wollt es auch wissen. Der Krieger war eigentlich ein Mensch, okay. So, was hat er bekommen? Episch. Episch ist klar. Hier von 8, da habe ich, glaube ich, aber einen sehr viel besseren. Ja, 1 von 5 hält. Muss ich mal diese Steinchen zusammenschmeißen wieder. Aber wenn ich, mit denen weiß ich schon gar nichts mehr anzufangen, aber den kann ich nochmal aufopfern. Der hat was bekommen. Kritisch Vielseitigkeit. Das heißt, für uns ist nichts mehr drin. Demnach bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten höheren Keys wieder. Ich bin außer Reichweite. Ja, und damit Dankeschön. Bis dahin. Ciao, ciao.